Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich bedauere sehr, dass der Bericht zur Umsetzung der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik nur sehr marginal auf die Problematik der Rüstungsexporte eingeht. Gestern hat die Bundeskanzlerin Merkel öffentlich Interesse bekundet, die Rüstungsexportkriterien oder Richtlinien in Europa zu vereinheitlichen. Ich finde es gut, dass sie das Thema aufgreift und erwarte aber von ihr, dass wenigstens die bereits bestehenden europäischen Exportkriterien auch von Deutschland eingehalten werden. Wir können keine kohärente europäische Außenpolitik entwickeln, wenn die EU-Mitgliedstaaten weiterhin unkoordiniert Waffen und Munition in Drittstaaten ausführen. Ich habe diesbezüglich Änderungsanträge eingereicht, die leider nicht vom Berichterstatter in den Bericht aufgenommen wurden. Darin forderte ich die Mitgliedstaaten auf, gemeinsam im europäischen Rahmen zu entscheiden, an welche Länder sie Rüstungsexporte tätigen. Bei Entscheidungen über den Export von Rüstungsgütern, die zukünftig im Rahmen des Europäischen Verteidigungsfonds aus dem EU-Haushalt kofinanziert werden sollen, sollte zudem das Europaparlament involviert sein. Das entspricht auch einem Reflexionspapier der S&D-Fraktion zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik vom November diesen Jahres. Danke.